Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Franka und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Heute zeige ich euch einen DM-Haul und ich wollte wirklich, wirklich nur eine Kleinigkeit nach meinem Urlaub shoppen. Und dann gab es so viele neue Sachen. Ich habe gedacht, wo kommen die Sachen alle her? Auf jeden Fall sind dann leider zwei volle Tüten draus geworden. Die hatte ich dabei. So viel wollte ich maximal einkaufen. Und dann brauchte ich aber doch noch eine zweite. Naja, wenn euch interessiert, was ich alles geshoppt habe, es sind ein paar coole Sachen dabei, die wirklich ganz neu sind. Auch Make-up, ein bisschen was zum Reinigen, auch ein bisschen was zum Essen. Da habe ich ganz coole Sachen auch gefunden. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video. So, ihr Lieben, dann starte ich jetzt mal mit der ersten Tüte wahllos. Ja, das heißt, es können durchaus so die Kategorien gemischt sein. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ich packe einfach mal aus und sag euch mal, was ich mir dabei gedacht habe, wenn ich mir denn dabei überhaupt was gedacht habe. Aber die ersten Produkte, die ich hier sehe, das habe ich schon sehr bewusst eingekauft. Und normalerweise zeige ich euch nicht so viele Reinigungsmittel, weil man ja meistens die auch, weil die relativ lange halten, bei mir zumindest. Aber jetzt habe ich mir gedacht, ich steige mal auf ein bisschen was Ökologischeres, Biologischeres um. Und ich habe bei vielen Putzvideos, wo ich zugeben muss, ich gucke mir das unglaublich gerne an, weil mich das total motiviert, selber zu putzen. Und ja, und ich habe auf jeden Fall bei sehr vielen Videos gesehen, dass alle auf diesen Frosch Spiritus Glasreiniger schwören. Und dann habe ich gedacht, okay, der ist auch in der Stiftung Warentest der Testsieger. Dann dachte ich, ich probiere das einfach mal aus. Ich glaube, der kostet so 1,50. Ich fand das völlig in Ordnung. Reinigt aktiv Glas und glatte Flächen. Ich hatte sonst immer nur einen ganz billigen Glasreiniger vom Aldi, muss ich gestehen. Insofern freue ich mich jetzt eigentlich, das mal zu probieren. Und finde das ziemlich cool. Ja. Deswegen habe ich den genommen. Und dann, um bei diesem Bio-Thema zu bleiben, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt komplett Bio ist, aber doch, ist Bio, gibt es auch von Biff, das ist nämlich mein liebster Bartreiniger, dieser gelbe davon eigentlich. Ich finde, der löst super gut Kalk. Und da gibt es hier einen Reiniger Pro Nature, stark in Bad und WC. Und habe ich gedacht, okay, probiere ich das einfach auch mal mit 100% recyceltem Plastik und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, was davon jetzt besonders bio ist. Vielleicht einfach, dass es gewässerschonend ist. Das finde ich schon mal gut. Also insofern, mein Mann wird mir bestimmt auf die Schulter klopfen, weil der das auch immer findet, dass man viel zu viel umweltverpestende Stoffe benutzt. Ne? Insofern jetzt gerade so zum Reinigen, warum nicht, finde ich eigentlich eine gute Sache. Ich habe noch etwas zum Reinigen, auch in der anderen Tüte. Da komme ich jetzt nur gerade nicht dran. Ich mache jetzt einfach mal weiter. Und zwar habe ich mir von Denkmit nochmal Tücher geholt. Diesmal in der Duftrichtung Spring Blossom. Und vor allen Dingen fand ich die Verpackung ganz cool, dass die Tücher auf jeden Fall feucht bleiben, weil häufig trocknen die mir relativ schnell aus, weil ich habe dann unterschiedliche Duftrichtungen und irgendwie muss ich immer mal schauen, dass ich eine zu Ende benutze. Okay, aber das musste auf jeden Fall auch mit. Dann habe ich mir zweimal Tücher mitgenommen. Ich finde diese Boxen immer sehr schön mit den Palmen. Das fand ich irgendwie ganz cool. Da habe ich auch extra nochmal geguckt, dass ich solche schönen Boxen finde. Und einmal mit so einem Stern und so einem Herz drauf. Kosmetiktücher einfach ganz normal. Finde ich auch immer wichtig, braucht man. Und also ich brauche es zumindest. Ne? So, jetzt schaue ich mal gerade. Ich habe nämlich noch ein Spülmittel, ob ich das finde. Ja, das habe ich hier. Und zwar wollte ich da auch was Ökologisches haben. Und keine Panik, es kommt auch gleich richtig cooles Make-up, was ich neu besorgt habe. Nur ich dachte, ich mache jetzt erstmal die großen Sachen weg, wie Reiniger und so. Ne? Und zwar habe ich mir von Ecova ein Handspülmittel mit der Duftrichtung Granatapfelfeige besorgt. Und das roch ziemlich gut. Mir gefällt zwar diese rote Verpackung nicht, aber der Geruch ist unfassbar gut. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich nehme das mit. Hat jemand von euch schon Erfahrung damit? Funktioniert das gut? Hier steht, dass es stark gegen Fett ist, aber trotzdem pflanzenbasierte und mineralische Inhaltsstoffe hat. Hat mich auf jeden Fall angesprochen. Ich habe gedacht, ich probiere das einfach mal aus. So, ich glaube aber, das war es jetzt zum Thema nächsten. Und zwar, dann habe ich ein paar Sachen gekauft für die Haare. Ich brauchte ein neues Shampoo. Und da habe ich mir direkt zwei Stück gekauft. Eins habe ich heute schon ausprobiert, um euch direkt ein bisschen was dazu zu sagen. Und zwar habe ich hier von Elvital das Purple Shampoo. Relativ kleine Flasche mit 200 Milliliter. Und das ist wirklich ganz lila. Also ich kenne solche lilanen Shampoo, aber das ist so. Ich zeige euch das mal hier auf dem Tuch. Einfach, dass ihr das mal seht. Es ist wirklich richtig lila.
Da war ich echt ein bisschen erstaunt und vor allen Dingen war es auch in der Dusche, wenn man sich's abgespült hat, extrem lila auch noch. Man lässt das so 5 Minuten einwirken und dann löst das so den Gelbstich im Haar. Ich habe jetzt nicht so extrem Probleme damit, aber ich finde das immer nicht schlecht, hin und wieder mal so ein lilanes Shampoo zu benutzen. Es riecht allerdings ultra gut, muss ich sagen. Das hat mir wirklich echt gut gefallen. Und ansonsten, ich würde jetzt nicht immer so ein lila Shampoo nehmen, mag ich sehr gerne dieses reparierende Shampoo hier von John Frieda, dieses Sheer Blonde. Das Shampoo finde ich super, die Spülung ist nicht ganz so meins. Ich finde das Shampoo wesentlich besser als die Spülung. Spülung würde ich irgendwie andere nehmen, aber ich nehme eher auch tendenziell mehr eine Kur als eine Spülung. Aber das fand ich jetzt, finde ich sehr gut und das habe ich mir nachgekauft, obwohl es sehr teuer ist, kostet um die 7 Euro. Okay, dann kommen wir mal zu etwas zu essen und danach zeige ich euch was richtig Cooles im Make-up-Bereich. Ich habe mir nämlich eine geile Lidschattenpalette von BH Cosmetics gekauft, aber ich muss jetzt unbedingt mal was probieren. Und zwar habe ich nämlich zweimal jetzt für Ostern oder beziehungsweise auch einfach so für mich Mandeln gekauft, weil sowas liebe ich total. Einmal Nougat-Mandeln. Und einmal Joghurt-Kokosmandeln. Und damit ich jetzt nicht gleich total was zwischen den Zähnen habe, würde ich sagen, ich probiere die einfach am Ende des Videos. Wenn ihr Lust habt zu sehen, wie diese Mandeln sind, bleibt bis zum Ende dran. Dann werde ich sie verkosten. Dann habe ich jetzt aber nicht Mandeln zwischen den Zähnen und muss mir nochmal die Zähne reinigen. Aber ich liebe solche Dinger. Ich bin sehr gespannt, wie die sind. Dann machen wir jetzt weiter mit Hautpflege und neuen Gesichtsprodukten Make-up. Habe ich richtig coole Sachen, die will ich alle neu ausprobieren, testen. Und zwar habe ich mir einmal von I&M, wovon ich ein großer Fan bin, von dem Deo von dieser Marke, das ist so eine Naturkosmetikmarke, habe ich mir eine Maske mitgenommen. Und zwar ist das ein 2-in-1, einmal Oil-to-Milk-Reinigungsöl und darunter eine Lifting-Boost-Maske. Und man soll das auch gleichzeitig benutzen. Und das werde ich auch machen, so wie das da drauf steht. Und ich bin sehr gespannt, wie es ist. Reicht für eine Anwendung. Und ist nicht ganz billig, aber ich werde es ausprobieren. Trockene und anspruchsvolle Haut wäre vielleicht auch was für meine Mutter. Ich werde es auf jeden Fall erstmal testen. Und wenn ich es dann für gut befinde, werde ich es mit ihr zusammen auch nochmal machen. Dann habe ich mir, ach so, noch was anderes zu essen gekauft. Ja, genau, das mache ich jetzt gerade nochmal, bevor ich mit dem restlichen Beauty-Kram weitermache. Und zwar etwas, da werdet ihr sagen, die ist ein bisschen bescheuert. Hat mir mein Mann nämlich auch gesagt. Aber ich stehe voll auf Gewürze und ich finde, es spricht nichts dagegen, auch mal Geld in ein gutes Gewürz zu investieren, weil das wertet das ganze Essen auf. Und ich habe da was gesehen, was mich mega angesprochen hat. Und zwar von Spice Bar Gewürzküche Rührei Deluxe. Und hier sind indische Sonnenflocken drin. Ein spezielles Salz wohl. Ein spezieller Pfeffer, Tomate, Schnittlauch. Das kostet knapp 6 Euro. Das ist also sehr teuer. Ich werde es jetzt mal aufmachen und probieren. Da unsere Küche leider noch nicht so ganz funktioniert, unser Herd ist ja gesprungen, also die Glasplatte, kann ich euch jetzt leider kein Bild davon einblenden, wie das denn ausschaut, wie es mir geschmeckt hat. Aber demnächst werde ich das auf jeden Fall mal machen. Vielleicht bei so einer Kochbox werde ich das mal integrieren. Ich werde mal schauen, ob ich das hier irgendwie aufkriege, dass ich einfach mal das Gewürz mal so verkoste. Oh, das riecht richtig cool. Ich zeig's euch mal. So schaut das aus. Ist auch Schnittlauch gefriergetrocknet drin. Oh. Sehr cool. Ob es jetzt 6 Euro wert ist, weiß ich nicht. Ist wohl aus kontrolliert ökologischer Landwirtschaft. Aber es schmeckt sehr gut. Im Ei. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Hier stand halt drauf die Geheimwaffe. Also irgendwie marketingmäßig haben die mich vollgekriegt. Ich weiß nicht, sagt mir mal, seid ihr auch teilweise so Werbeopfer? Also ich auf jeden Fall, wenn es gut gemacht ist. Aber irgendwie finde ich es auch schön, wenn eine Firma auch ein bisschen Gedanken da reinsteckt und irgendwie, ja, da was draus macht. Es ist auf jeden Fall leicht scharf. Es ist jetzt nicht nur salzig, es schmeckt auch scharf. Interessant. Okay. Dann machen wir jetzt weiter. Ich habe was zum Abschminken gekauft und zwar war letztens in einer Box, ich glaube in der Pink Box, ein Micellenwasser von Simple drin. Und die haben wohl auch Reinigungstücher, Micellenreinigungstücher. Und da habe ich gedacht, okay, alles klar, das probiere ich auf jeden Fall aus. Ich mag solche Tücher total gerne und habe einfach gedacht, ich brauche die eh immer wieder. Und bevor ich jetzt welche von Balea nehme, teste ich einfach mal die, ob die irgendwie besser sind, toller sind, keine Ahnung.
Und dann habe ich mir noch, ich habe schon wieder was zu essen vergessen, noch eine Dose schwarze Bohnen gekauft. Einfach weil ich schwarze Bohnen liebe, schwarze Bohnen mit Reis und irgendwie ein Stück Fleisch dabei ist voll mein Ding. Und ich glaube, da kann ich sogar auch das Gewürz benutzen, weil das universell ist, würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass man das nur für Eier nehmen kann. Und die gab es jetzt gerade im DM und das finde ich so cool. Deswegen springe ich jetzt gerade so, tut mir leid. Aber eigentlich gehe ich in den DM immer nur, um mir Make-up zu kaufen, Schminke zu kaufen, zu gucken, was gibt's da Neues. Da die jetzt aber so viel Bio-Zeug haben und auch gesunde Lebensmittel haben und Bohnen liebe ich und die integriere ich immer in mein Essen, ne? Fand ich das total cool, dass sie auch diese schwarzen Bohnen haben, weil das kaufe ich sonst nur im Biomarkt und ich habe jetzt kein Bio-Reformhaus oder sowas in der Nähe und deswegen finde ich es total gut, dass man das jetzt auch im DM kaufen kann. Wollte ich einfach nur noch mal sagen, ne? Okay, und jetzt machen wir aber wirklich weiter mit den kompletten Neuheiten, die ich geshoppt habe. Und zwar gibt es von Catrice eine LE und zwar mit Kaviar Gauche. Das ist so eine Designer-Duo aus Berlin und die haben einmal eine Limited Edition hier mit Blush and Glow. Das fand ich mega, mega cool. Sieht auch richtig schön aus. Einmal ein Highlighter und ein Blush. Auch vielleicht swatche ich euch das einfach mal. Boah, ist das cool. Oh mein Gott, guckt euch das mal an. Oh Gott, das ist unfassbar genial. Unfassbar genial. Also, das würde jetzt auch total gut passen, ne? Ich bin jetzt schon so viel geschminkt, ich will mir jetzt nicht noch mehr draufklatschen, aber ich freue mich total, das auszuprobieren. Oh Gott. Wenn ihr dazu ein Video sehen wollt, schreibt mir das. Ich werde es so oder so ja testen. Aber ich mache es auch gerne einfach mal in so einem Full-Face First Impressions, wenn ihr Lust habt. Ach komm, und jetzt könnte ich mal direkt hier diese Reinigungstücher schon mal verwenden. Einmal, ob sie denn auch das entfernen können. Aber das sieht echt cool aus. Beide Farben, mega cool. Ja, das geht mit einem Streif direkt ab. Okay, das ist schon mal gut. Dann ein Volume Lipgloss auch noch. Ich weiß nicht, mit Lipgloss haben die mich halt immer. Fand ich cool, will ich ausprobieren. Schöne, schlanke Verpackung. Und ich nehme mal an, dass der so ein bisschen ist wie dieser von Dior. Ja, der ist relativ neutral. Auch mentholig wahrscheinlich. Ja, hat Menthol drin. Und eine neutrale Farbe, das kann man sich einfach über alles drüber geben. Das finde ich immer gut. Und ich liebe eh Glosse, ne? Also insofern. So, dann habe ich unbedingt noch einen Blush mir kaufen wollen. Nämlich der Glistening Pink, auch von Catrice. Davon schwärmen viele. Und als ich ihn geswatcht habe, ich fand es irgendwie total schön. Der hat nämlich so einen leichten, perligen Glanz. Pass mal auf, man kann den richtig aufbauen. Ich habe den jetzt dreimal aufgetragen, um diese Intensität zu bekommen. Und das ist nämlich das Coole daran. Der fühlt sich richtig High-End-mäßig an. Der shiftet leicht ins Goldene. Also ich finde das richtig, richtig cool. Also da freue ich mich auch. Boah, wie toll. Also der sieht unfassbar gut aus. Wie ein wirklich richtig teures Produkt. Und es fühlt sich auch so an. Nicht den jetzt, ich kann den immer weiter ausblenden. Und dann hat der so einen Goldreflex da drin, aber einen richtig schönen. Also das ist die Farbe Glistening Pink. Ich finde den richtig toll. Boah. Ich würde mir am liebsten das Gesicht waschen und den direkt auftragen, so ungefähr. Also den finde ich richtig, richtig, richtig gut. Dann habe ich mir eine Mascara gekauft von Adele. Die habe ich noch nie gesehen. Fiber Build heißt die. Das ist die mit dieser Bürste. Und die trage ich in der Tat schon. Das ist die einzige Sache, die ich schon ausprobiert habe. Und guckt mal bitte meine Wimpern an. Ich finde, dass sie ziemlich cool ist. Ich habe gar nicht gewusst, dass Adele auch eine Mascara hat. Die kenne ich nur von den künstlichen Wimpern. Die Mascara wirkte etwas trocken erstmal. Also nicht so eine feuchte Konsistenz, wie man das häufig hat, sondern die war schon sehr trocken, konnte man deswegen ganz gut und relativ schnell auch aufbauen. Und man musste nicht so lange rummachen und warten, bis sie trocken wird. Ne? Das fand ich ziemlich gut. So, dann habe ich mir noch etwas von Kaviar Gauche von der Richtung gekauft. Da muss ich mir, weil die verpacken natürlich mal alles ganz gut. Und zwar ist das ja auch eine Limited Edition, ein Mini-Lipstick-Set. Das würde ich auch demnächst gerne mal ausprobieren. Schaut euch das mal an. Da kommt hier ein Spiegel mit dabei. Und dann sind hier vier Lipsticks. Ich swatch euch einfach mal welche. Ach so, und was daran mega cool ist, da sind zwei so ein bisschen matt
und zwei ein bisschen glänzender. So hatte ich das irgendwie, genau, mit Shiny und Matte Finish, genau. Das ist echt cool. Und vor allen Dingen kann man die halt super genial mitnehmen, ne, in dieser kleinen Form. Dann sind die so. Ich swatch euch vielleicht mal gerade alle vier. Tolle Farbe. Bisschen orangig. Oh, der ist so ein bisschen cremiger. Aber ganz putzig und süß irgendwie. Dann haben wir ein richtig krasses Rot. Was ich auch ganz toll fand. Also, und da kann man so einen roten Lippenstift einfach in so einer kleinen Form mitnehmen. Und vor allen Dingen, das ist auch so, man kann das sich einfach auf die Lippen, also so auf die Mitte drauf tupfen. Und dann hat man so einen ganz schönen Effekt. Das kann man ganz gut machen. Und dann hier auch nochmal einen glänzenderen. Ja, genau. Also, eine super Farbauswahl. Das fand ich echt schön. Gefällt mir richtig gut. Bin ich sehr gespannt, wie das auf meinen Lippen ausschaut. Ich kann das gerne mal auch auf den Lippen swatchen oder einfach alle Sachen mal ausprobieren. Vielleicht starte ich mal mit diesem Orangen und mache den hier einfach mal on top drauf. Das mache ich mir gerade mal auf die Lippen. Einfach, dass ihr das schon mal kurz sehen könnt. Finde ich eigentlich vielleicht ganz interessant, weil wir haben nicht mehr so viele Produkte. Ich habe hier auch einen Lip Liner von Catrice drauf gehabt. Diesen hier. Dann starte ich einfach mal mit der ersten Farbe, mit diesem Orangeton. Oh ja, das ist cool. Das ist so ein, ja, so ein pudriges Finish. Kann sich einfach ganz schön verreiben und dann ist das nicht so extrem. Das ist nicht so krass deckend, ne? Und ganz leicht auf den Lippen. Boah, das finde ich richtig gut. Ja, das kann man halt schnell sich mal auftragen, hier mit dem Spiegel auch. Und dann hat man ein ganz schönes, frisches Ergebnis. Finde ich richtig gut. Und jetzt werde ich mir einfach mal diese glossige Farbe, so dieses glänzende, mal drüber geben in diesem Braunton. Mal schauen, wie das ausschaut. Ja, kann man auch gut kombinieren. Kann man auch einzeln tragen. Finde ich richtig gut. Richtig cool. Okay, ihr Süßen. Ich mache mir jetzt aber für das Video einfach nochmal weiter meinen Gloss drauf. Ich hatte hier von NARS den Orgasm Gloss. So, den mache ich einfach drüber, weil den liebe ich total. Und das war jetzt mein Look. Okay, dann machen wir weiter. Ich habe noch natürlich auch noch Zahnseide eingepackt. Die kann ich euch übrigens total empfehlen. Zahnseide ist mega wichtig und die ist so günstig da. Also die finde ich perfekt. Und dann habe ich noch eine Sache, die letzte Sache. Und zwar ein cooler Tipp. Diese Egg Cream Mask, die mir ja richtig gut gefällt, die ist jetzt reduziert. Also gar nicht reduziert. Da steht nicht, dass es irgendwie im Preis runtergesetzt ist. Aber ich weiß, dass der Preis runtergesetzt ist. Die kostete nämlich immer 4 Euro, 3,95. Und die kosten jetzt nur noch 2,95. Und zwar alle Masken davon, von dieser koreanischen Firma. Ich glaube, die heißt hier Too Cool for School. Und diese Maske ist richtig gut, die werde ich auf jeden Fall jetzt noch ein paar Mal kaufen, wenn meine Mama auch kommt. Die besucht mich nämlich bald wieder und dann machen wir uns die drauf, weil die hat ihr nämlich auch gut gefallen und die hat total empfindliche Haut und auch sie hat die gut vertragen. Am besten ist, ihr nutzt diese Maske wirklich abends, danach kann man sich eigentlich nicht mehr schminken, weil das ist so reichhaltig, dass ihr dann die ganze Nacht was davon habt und dann auch mit einer schönen Haut aufwacht, also kann ich echt empfehlen. Nur wie gesagt, ich würde sie nicht tagsüber nehmen, um mich danach zu schminken. Ich würde das wirklich dann einwirken lassen in der Nacht. Und ihr braucht dann auch keine Nachtpflege mehr drauf machen. Das ist wirklich so reichhaltig, so viel Serum, dass da auch schön was auf dem Gesicht bleibt und das sich sehr gut anfühlt. Ne? Also das waren jetzt meine Produkte. Also ihr seht mal, ich bin echt ein bisschen, was ich total vergessen habe. Ich habe mich gerade umgezogen und wollte jetzt eigentlich eine Runde rausgehen. Passt mal auf. Wisst ihr, was ich total vergessen habe, was ich mir gekauft habe? Diese Aurora Lights Palette, die ist der absolute Hammer. Ich habe die geswatcht im Laden. Ich habe gedacht, ach du lieber Gott, so geniale Farben. Ich zeige euch mal ganz kurz. Hier ist sogar noch ein Aufkleber dran. Mach's mal eben auf. Jetzt habe ich das total vergessen, euch die zu zeigen. Deswegen dieser kurze Einspieler. Vielleicht ist das Licht jetzt etwas anders, kann alles sein. Diese Palette kommt mit einem Spiegel und das sind so krass coole Farben. Also auch damit werde ich jetzt demnächst mal einen Look machen und ich kann gerne, wenn ihr wollt, einfach mal ein Full Face mit First Impressions machen. Ich zeige euch mal ein, zwei Töne. Gott, oh Gott, oh Gott. Einfach diese rosanen hier vorne.
Ups, ich fand die so cool, dass ich mir gedacht habe, alles klar, mit dem rosa-lila habt ihr mich auf jeden Fall. Deswegen muss ich euch das unbedingt noch zeigen und jetzt geht das Ich Video habe wieder noch was, weiter. sehe ich gerade. Ach du Scheiße. Und das probiere ich jetzt auch mal direkt aus. Und zwar konnte ich da auch nicht widerstehen, ne? Das jetzt einfach mal mitzunehmen. Noch ein letztes Produkt hier und zwar von L'Oréal, der Shake and Glow Illuminating Spray. Und da ich noch kein Setting Spray drauf habe, großartig, werde ich das jetzt direkt mal ausprobieren. Der soll so kleine Schimmerpartikel haben. Ich hatte ihn im Laden ausprobiert, da war ein Tester. Ich fand, das roch mega gut. Und da das eine limitierte Edition ist, dachte ich mir, das nehme ich mit, 10 Euro. Ist zwar erstmal so teuer, denkt man, ne, als Spray. Es gibt ja auch von Catrice und Essence welche für 2, 3 Euro. Aber hier ist natürlich eine große Menge drin mit 100 Milliliter. Und wenn ich jetzt das mit einem MAC Fix Plus vergleiche oder sowas, das kostet ja gleich den doppelten, dreifachen Preis. Ne? Insofern fand ich es okay. Oh ja, der Nebel ist auch schön. So, dann machen wir das mal. Immer gut schütteln, weil sich diese Schimmerpigmente natürlich irgendwie absetzen in der Flasche. Das riecht ganz frisch. Richtig angenehm. Ja, das gefällt mir. Werde ich auf jeden Fall benutzen. Finde ich richtig gut. Ich glaube, man sieht auch so einen leichten Glanz. Das habe ich auch gesehen, als ich mir das im Laden aufgesprüht habe. Es sind leichte Schimmerpigmente. Ich glaube, es ist schöner, wenn ihr jetzt abends ausgeht, wenn ihr das benutzt oder halt für die Freizeit. Ich würde das nicht für die Arbeit nehmen, weil man wirklich so ein leichtes Leuchten und so einen Glanz sieht. Das wäre vielleicht ein bisschen over the top, würde ich sagen. Also so für mich jetzt zumindest, wenn ich jetzt überall Schimmerpartikel im Gesicht habe. Ich trage jetzt auch nicht so krassen Highlighter zum Arbeiten, ne? Wenn ich jetzt, ja, nur so als kleiner Tipp, weil nicht, dass ihr euch dann wundert und denkt, oh Gott, überall glänzig und so weiter und so fort. Das wollen ja manche vielleicht nicht. Ich sprühe mir das mal auf die Haut, damit ihr das vielleicht sehen könnt, was ich meine. Ja, irgendwie kommt es hier in dem Licht nicht so richtig rüber. Probiert es mal im DM aus. Ihr könnt es auf jeden Fall testen. Dann wisst ihr, was ich meine. Das kann man vor dem Make-up verwenden oder auch hinterher. Wenn ihr es vorher verwendet, ist es vielleicht kein Problem. Für hinterher würde ich es, wie gesagt, dann eben einfach so zum Ausgehen nehmen. So, und jetzt testen wir noch ganz kurz diese Mandeln. Nougat weiß ich schon, dass es wahrscheinlich voll geil ist, weil ich liebe Nougat. Aber die Joghurtmandeln interessieren mich auch. Deswegen, ich nehme immer zuerst das, was ich weniger mag. Und dann habe ich noch ein kleines Highlight. Und dann verderbe ich mir auch nicht den leckeren Geschmack. Ich hoffe, dass das richtig ist. Okay, starten wir mal mit einer Joghurtmandel. Joghurt Kokos. Finde ich ganz gut. Ich glaube, das ist eher was für meinen Mann. Für mich ist es nichts. Ich finde es okay, aber Joghurt ist jetzt tendenziell auch nicht so meins. Ich habe das auch eher für ihn gekauft. Werde ich ihm das einfach zu Ostern schenken, weil er mag auch so Joghurt, Schokolade und sowas. Auch von Rittersport, was ich jetzt nie esse, ne? So, aber ich bin gespannt, wie die Nougat-Mandeln sind. Weil teuer sind die, ne? Da kostet jetzt eine Packung, glaube ich, 2,50. Ist ja relativ teuer. Also die würde ich mir für mich jetzt nicht kaufen. Es ist aber Bio und für meinen Mann ist das auf jeden Fall okay, weil er den Geschmack mag. Aber mich hat es jetzt nicht so umgehauen. Jetzt probieren wir mal die Nougat-Mandel. Ja. Das ist schon eher meins. Oh ja, das schmeckt gut. Dagegen gibt es jetzt echt nichts zu melden. Da hat man ganz klar diesen Nougat-Geschmack. Und ich gucke gerade, ob ich was in den Zähnen habe. Nee. Da hat man diesen Nougat-Geschmack hinterher. Das gefällt mir richtig gut. Wobei ich zugeben muss, die schmecken gut. Die Mandeln aus dem Aldi schmecken mir persönlich besser. Muss ich sagen. Also ich kaufe ja sehr viel im Aldi ein. Da gibt es jetzt zur Osternzeit auch solche Mandeln. Das gibt es auch zu Weihnachten. Und die sind wesentlich günstiger und mir schmecken sie ehrlich gesagt besser. Ich werde die natürlich aufbrauchen, die werden nicht überleben. Aber ich hätte mir jetzt für ein Bioprodukt für 2,50 € noch ein kleines bisschen mehr erwartet. Der Geschmack ist gut, aber ich glaube, da geht noch mehr. Ansonsten, wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich total freuen,
wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, meinen Kanal abonniert, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Dann verpasst ihr nämlich keine DM-Hauls, Unboxings, Foodbox, Beautyboxen und so weiter. Ich mache sehr, sehr viel. Uploade manchmal täglich, aber mindestens 3-4 Mal die Woche. Das heißt, wenn ihr abonniert, aktiviert auf jeden Fall das kleine Glöckchen, damit ihr auch kein Video verpasst. Ihr werdet ansonsten nämlich wirklich nur sporadisch benachrichtigt und könnte sein, dass ihr dann viele Videos verpasst. Haben mir zumindest welche gesagt. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Hier verlinke ich euch nochmal 2 meiner letzten Videos und hier könnt ihr mich abonnieren. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.